Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms und wir haben nur noch 17 Leben, weil eben jemand wieder eine Granate geworfen hat, auf die eigenen Männer, wenn wir spawnen. Und wir sind jetzt hier auf Supen, das ist super, und hier mit dem einen Punkt, ne, bei dem U-Boot-Bunker. Was war denn das? Was war denn das überhaupt? Ich habe nur geschossen und entweder schießt er dagegen, oder? Da liegt jemand auf dem U-Boot, wenn er das auch gleich macht, ne? Dann holen wir ihn uns. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und, Aufwärmzeit war das eben noch. Das war ja eh wurscht, ob wir da sterben oder nicht. Aber die waren eben schon gar nicht so schlecht, aber wir sind ja auch nicht richtig losgelaufen. Und jetzt geht's richtig los, ne? Glaube ich, ne? Jetzt hatten wir, glaube ich, wir sind gerade noch so gestorben, dass wir als nur Ladebildschirme sehen. Ich gehe unten rum, weil ich will gleich den Punkt... Nee, das war... ich mache das mit dem Assault, mache ich das immer anders. Man muss ja für jede Klasse, glaube ich, am besten so eine Strategie entwickeln, wie man das machen möchte. Wo, das war jetzt auch nicht dumm. Es war jetzt nicht dumm, es war einfach nur, muss ich jetzt hier hochgehen, ist vielleicht sogar kürzer oder besser oder schöner oder sexier. Und dann Hitze, ne? Man sehen, vielleicht trifft man von hier oben immer etwas. Ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn hier jemand ist, kann man das vielleicht treffen. Und ich dachte, wenn der da oben wäre, wenn jemand hinter mir ist und einfach mal, scheiße, warum ist denn da keiner gewesen? Sonst ist doch immer da jemand da oben. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch jetzt nicht wohl euer Ernst, wenn wir das jetzt verlieren. Ich wollte heute mal siegen. Ein richtiges Match, dass ich siege. Scheiße, warum? Warum tut denn das jemand? Warum? Sonst ist eigentlich immer rechts jemand. Oder eigentlich sind immer rechts immer eins oder zwei, manchmal sogar drei Leute, die aufpassen, dass keiner über die Brücke kommt. Und jetzt war da einfach mal niemand. Hoffentlich ist da rechts kein Sniper. Die schießen nämlich gerne auch hier rüber. Na gut. Haben wir jetzt den ersten Schock einfach erstmal verdaut, würde ich sagen. So, wenn wir mal sagen, was ist denn hier? Was ist denn da? Da ist jemand. Nein! Oh, ich habe mich extra so angeschlichen, aber wenigstens haben wir den Keksteufel aus der Reserve gelockt und er ist gestorben. Das hat sich schon gelohnt. Das hat sich schon gelohnt, dass der Typ da weg ist. So, jetzt können wir nämlich dann uns selber dahin begeben und dann können wir wieder einnehmen und dann kommt erstmal zumindest vielleicht hoffentlich da keiner mehr über die Brücke. Das war mir schon mal erstmal wichtig. So, drei Leute sind drauf, super. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich durch den Tunnel gehe, ob das so clever ist. Ich versuch's mal. Ich weiß jetzt nicht, wie die mit der Brücke bestellt sind, aber man kann sich ja natürlich hier noch... Ja... Nein! Boah, da ist aber auch schon jemand. Gut, gut, hätte ich jetzt gar nicht so einen Aufstand machen müssen. Ich dachte, manchmal setzt sich nämlich hier auch keiner hin. Warum? Ach, guck mal, da hat sich jemand von hinten angeschlichen und hat den erstmal weggekillt. Jetzt sind wir erstmal 6 zu 3. Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen formatiert. Formiert. Kann ich jetzt leider nicht treffen. Scheiße. Naja, wenigstens haben wir eine Punkteroberung. So, der Typ ist noch da. Haben wir den getroffen, den, ne? Ich weiß nicht, also zumindest ich nicht. So, und da geht wieder einer unsichtbar rum und er schießt den jetzt erstmal. Ich finde die super. Liebe ich ja sowas. Hinter dir, Kumpel, hinter dir, hinter dir. Hinter mir auch. Hättest ruhig was sagen können. Der ist in dem Tunnel. Das mache ich jetzt aber, den hole ich mir jetzt. Kannst du aber Gift drauf nehmen. Wo ist denn der Typ hin? Komm schon, warum kann ich den nicht einsetzen? Steht da auf Null. Mann, ich will das nicht. Ich habe noch keine Eliminierung, aber hier... ist denn der Devil Duck ist immer noch da? Wo ist denn der? Wo ist denn diese böse Ente? Du wirst kein Freund von Donald Duck werden. So, warte mal. Ist die Type immer noch hier? Das ist doch nicht wahr, aber das war eigentlich voll gut, was ich gemacht habe. Diese Ente regt mich ja auf. Ist er tot? Komm schon, warum tötet ihn denn auch niemand? Warum bin ich denn der Einzige, der da lang gegangen ist? Das kann doch nicht wahr sein. Endlich! Das gibt's ja nicht. Könnte ich ja mir die Haare raufen und ausreißen. Aber da hätte ich schon eine Glatze. Aber habe ich zum Glück nicht. So, jetzt 3, 4 Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Wir müssen das unbedingt wieder einnehmen. Die da sterben aber auch als hier am laufenden Band. Das gibt's ja nicht. So, erstmal das hier, dass ich jetzt erstmal dahin komme. Hoffentlich. Heile.
So. Bin ich wenigstens heil erstmal da drauf gekommen. Jetzt sind wir jetzt schon mal 5. Jetzt habe ich meine Hitze zwar kaum verwendet, richtig? Das war jetzt nicht so gut, darüber zu gehen. Hinter mir! Das ist doch nicht wahr! Ach, die sind eh alle tot. Ich wollte nur behind schreiben. Das ist doch nicht da wahr! Warum gehen denn diese... Entschuldigung, dass ich mich so aufrege. Warum ist die Ente denn immer da? Warum ist der denn... Wie kommt der denn rüber? Das verstehe ich nicht. Weil der ist doch nur ein Assault. Wie kommt der denn da rüber? Der kann sich doch gar nicht unsichtbar machen. Das ist ein Assault, oder? Warum? Warum ist der da so? Warum ist der das? Warum kommt der, wie kommt der denn da rüber? Der kann sich doch gar nicht unsichtbar machen. Wie kommt der denn immer rüber? Das verstehe ich nicht. Springt der, geht der über die Brücke, springt rüber und kommt hier rum? Kann das so sein? Ich werde bekloppt. Hä? War da nicht einer? Scheiße, wo ist denn der hin? Der hat doch eben noch einer geschossen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Alter Vater, können ja ausrasten. Wir wollen das doch jetzt noch gewinnen. Kann doch nicht wahr sein. Das sah doch eben noch ganz gut aus, wo wir das dann wieder zurückerobert hatten. Boah, das gibt's doch nicht. Aber wieso passt denn da oben auch keiner auf? Einer ist doch immer oben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Wie die einfach nur ja hier als sterben. Ich verreck ja auch als, ich weiß, aber es ist irgendwie merkwürdig einfach nur. Geht hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zu? Also das ist immer so typisch, wenn irgendwas nicht klappt, dann immer sofort Cheater. Aber nein, wir holen uns leider keine Verlängerung, aber vielleicht geht die zweite Runde besser. Ah, Mann. Diese Devil Duck, wie viel hatten wir gekillt? 10. 3 oder 4 Mal war es ich schon. Scheiße. Oh Mann. Okay, aber warum war denn da oben keiner? Das verstehe ich immer noch nicht. Warum? Da oben ist eigentlich immer jemand. Da gehen doch auch 3 Leute hin. Die sind doch dann auch oben. Ich verstehe nur nicht, wie der rübergekommen ist. Dass keiner das gesehen hat. Ich meine, es gibt ja auch immer welche, die immer wieder spawnen. Und die dann die dich dann sehen müssten, wenn der einer über die Brücke kommt. Der passt doch hier auch auf. Das ist es doch. Warum können die denn dann von hinten kommen? Das ist nicht wahr. Warum war denn... Wie kommt der immer rüber? Das kann doch nicht wahr sein. Das regt mich ja gerade so ein bisschen auf. Wie kommt der immer rüber? Und warum werde ich immer gekillt? Und warum... Oh, immer. Also das gibt's doch nicht. Ich könnte wahnsinnig werden. So, jetzt nimmt das aber mal ein, bitte. Das ist nicht wahr. Bei 99% hören die auf. Das ist doch nicht wahr. Hört doch auf damit, Leute. Freunde der Nacht. Sterben die schon wieder? Warum treff ich den denn auch nicht? Warum verziehe ich den hier? Das ist heute echt schlimm. Mann! Was soll ich dazu auch sagen, wenn man einfach schlecht ist? Aber ich weiß nicht, warum der immer rüberkommt, dieser. Warum der immer rüberkam. Ich verstehe es nicht. Warum die überhaupt immer rüberkommen, wie die das schaffen, das verstehe ich nicht. Weil irgendwie einer passt doch immer auf. Irgendwie schon. Wir gehen jetzt hier durch den Gang und dann ist da immer irgendwie... Er passt doch jetzt schon auf, dass keiner eigentlich über die Brücke kommt. Weil wenn er da noch steht, dann... sterbe ich einfach nur. Ah, seufzt. Jetzt haben wir das schon wieder verloren. Ich hab meine Hitze... Ich gehe jetzt oben rum. Alter, 4-4 steht's. 4-3. Ach, ich muss rechts rum. Ah, Mann. Das ist nicht wahr. Da steht er. Da stehen sie einfach alle. Die kommen einfach alle über die Brücke. Warum ist denn hier oben auch wirklich niemand? Ich verstehe es nicht. Es passt immer jemand hier oben auf. Und ich... Ja, jetzt ist mal jemand hier. Aber der ist bestimmt auch mal gestorben. Ich glaube, das ist auch der Einzige, der hier immer oben ist. Gerade. Ich passe jetzt hier auf, dass hier keiner mehr rüberkommt. Ich versuche das jetzt. Sollen die da unten einnehmen, dann kriege ich eben für die Einnahme keine Punkte und nichts. Aber hier hinten bin ich relativ sicher. So, wenn sie jetzt nämlich hier rüberkommen, dann brennen sie erstmal. Aber unten nimmt noch wieder keiner ein. Jetzt geht doch mal da unten hin. Ja, kommt schon, jetzt nimmt ein. Jetzt seid ihr 2-2. Ich halte die ein bisschen auf. Die kommen immer von hinten. Die kommen immer über die Brücke von hinten. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass da kein Sniper ist. Vielleicht,
Aber da ist einer. Hier unten ist aber auch schon wieder einer. Hast du den Pfeil gesehen da unten? Es geht auch niemand auf den Punkt. Es kann auch niemand auf den Punkt. So, dich habe ich aber gesehen. Da ist ein Sniper. Ach, der geht auf mich. Der geht auf mich. Der geht auf mich. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Bitte töte ihn, töte. Nein, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Wir waren zu zweit und ich habe ihn schon verwundet. Oh Mann. Oh Mann, oh. Jetzt muss ich da... Aber ich muss da wieder hin. Aber im Moment ist es gerade 5... 5-0 steht's im Moment. Wir gehen jetzt wieder hier hin. Avatar 18. Ich glaube, wir haben das eben ganz gut gemacht. Wir dürfen uns nur nicht von dieser Ente unterkriegen lassen. Jetzt haben wir's. Und jetzt wissen wir auch, wie ihre Taktik ist. Die kommen nämlich hier rüber. Das ist nämlich das Problem, dass die hier rüberkommen. Über die Brücke. Und dass das keiner aufgepasst hat. Großartig. Anscheinend. Jedenfalls muss es ja so gewesen sein, ne? Aber wenigstens haben wir die Schwachstelle entdeckt und jetzt haben wir wieder Hoffnung. Hoffnung, Hoffnung. Ich sollte vielleicht mal hingucken. Ich möchte sie in Sicherheit wiegen lassen, dass sie dann alle hier rüberkommen. Das mit dem Schild war gar nicht so dumm. Hier gewesen. Ich darf nur nicht zu lange gucken, weil wenn ein Sniper da ist, sind wir nämlich gearscht. Moment, aber guck mal, jetzt kommt keiner mehr rüber. Guck mal, keiner ist mehr auf dem Punkt. Jetzt wieder ein paar. Aber es versucht da keiner mehr über die Brücke und sie sterben nicht mehr andauernd, glaube ich. Gerade mal. Ich glaube es einfach gerade mal. Scheiße. 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 Jetzt gibt es noch eine Verlängerung oder jetzt schaffen die das noch? Jetzt gibt es noch eine Verlängerung. So, ich kann die mit der Hitze... Wow, den habe ich ganz gut getroffen. Der war da irgendwie, ich weiß nicht, wo der war. Aber ja, ADHS-Niederschlag. Nein, ADS-Niederschlag. So, den da oben habe ich auch. Ah, war ein bisschen zu spät. Aber trotzdem sind 4 Leute unten. Okay, da ist einer da, unter der Brücke. Okay. Jetzt muss ich aber auch mal hier aufpassen. Scheiße. Ah, fuck. Jetzt hat die Granate mich gedingst. Scheiße, Alter, wie viel Leben hatte der denn? Das kann doch nicht wahr sein. Als Sniper 147 Leben, hä? Hä? War das ein Sniper, oder? War das kein Sniper? Ich weiß es gerade nicht. Scheiße, und jetzt verlieren wir das auch noch. Mist. Scheiße. Oh Mann, oh, ich wollte doch gewinnen. Das ist doch blöd. Scheiße, ja, vorbei. Vergiss es. Ist vorbei. Taktische Gruppe. Wenigstens habe ich die Aufgabe abgeschlossen. Das reicht schon mal. Ich glaube, da habe ich irgendwas gemacht mit 30 Eliminierungen oder sowas. Schade, dass das nicht geklappt hat. Aber die zweite Runde lief dann doch noch ein bisschen besser, ne? Ich überlege gerade, das Match hat jetzt nur 12 Minuten gedauert. Dann mache ich jetzt noch eins, oder? Komm, wir machen noch eins. Vielleicht wird das, hoffentlich wird das jetzt nicht so ein ganz langes. Aber das geht ja dann auch immer noch. Dann machen wir jetzt noch eine Runde. Vielleicht wird die jetzt besser. Taktische Gruppe. Sie haben halt... Ach, 400 Punkte habe ich erhalten. So. Dann mache ich jetzt hier noch eine Folge nehme ich noch auf. Also die nehme ich jetzt noch hinten. Das mache ich noch hinten. Das schneide ich noch hinten dran. Das sind jetzt nur 12 Minuten. Und 12 Minuten, die wir verloren haben. Das waren jetzt noch nicht mal gute 12 Minuten. Das waren einfach schlechte 12 Minuten. Kannst du sagen, was du willst. Mann. Ich gucke gerade immer mal hier rein. Hier kann man auch immer ganz gut sehen, was das für Leute sind. Aber das war doch schon verteilt. Doch, das war schon verteilt. Naja gut, Major 2 eigentlich. Ich bin auch schon wieder gesunken. Warte mal, jetzt machen wir mal Rooftop. Das dauert, glaube ich, nicht ganz so lange, aber sie entscheiden sich immer für die Nukes. Immer. Es ist immer so, warum nimmt man keiner Rooftop? Ich mag eigentlich Rooftop ganz gerne. Nukes hatten wir ja jetzt schon neulich, aber vielleicht gewinnen wir ja das jetzt mal. Vielleicht gewinnen wir es ja jetzt mal. Wenigstens ist die Ente nicht dabei, muss ich ja sehr ganz ehrlich sagen. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt hier Assault. Oh, ich habe halt, wenn wir die Runde gespielt haben, dann kriege ich wieder ein Level auf, glaube ich. Weil ganz viel ist es nicht mehr bis Level 27. Guck hier, und der Support, ich will den nicht anwählen, sonst spiele ich mit dem. Der ist ja Stufe 2. Bisschen bitter. Eigentlich. So.
Vielleicht läuft es ja jetzt rund. Es sind auch, glaube ich, mal komplett andere Leute dabei, ne? Wir hatten vorhin, glaube ich, waren zwar auch nicht immer dieselben dabei, aber da sind, glaube ich, jetzt wieder auch wieder ganz andere. Ich habe die, obwohl ich die eben gar nicht so auf dem Schirm hatte, bis auf die Ente, so solche Namen merkt man sich halt. Manchmal einfacher. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Ladebildschirm weg ist. Ich bin schon so viel im Spiel und ich lade noch. Aber einer wird noch verbunden. Zwei sogar. So, jetzt komm schon. Spiel. So, ja. Ja. Genau das meine ich. Das heute nur. Manchmal habe ich das tagelang nicht, dass keiner was macht. Und dann werde ich heute nur einfach nur immer Granaten abgeworfen. So, komm, jetzt will ich hier. Komm, juhu. Ach, da bin ich ja schon. Super. So. Es ist noch Aufwärmzeit. Es ist jetzt noch nichts. Wir könnten uns eigentlich auf den Boden legen. Und wir rollen uns einfach mal die Treppe hoch. Au, ah, das tut weh. Ah, die Rippen. Oh, hier sind auch wieder Fußspuren. Hier müsste eigentlich auch dringend mal geputzt werden. Also von mir sind sie nicht, die Drecksspuren, weil ich krieche ja auf dem Boden. Eigentlich mache ich ja schon sauber hier. Alter, wer war denn das? Wer macht denn hier so einen Dreck? Warte noch 7 Sekunden. Ich springe noch hier rüber. So. Warte noch 3 Sekunden, ich springe noch hier runter. Warte noch 1 Sekunde, ich will hier hoch. So, wir machen das jetzt mal wieder, versuchen wir das nochmal, ne? Wir versuchen das jetzt nochmal mit der Hitze über dem Fenster, weil das funktioniert meistens ganz gut. Und vielleicht sind diesmal auch nicht so viele Souls im gegnerischen Team, weil die hatten auch letztes Mal, also das war ja gut in der vorigen Folge. Weil, also jetzt nicht da, wo bei Supen, sondern wir hatten ja irgendwie vor 2, 3 Folgen oder was hatten wir das ja schon mal. Die Nukes, da hatten die auch viele Support, Support, sag ich. Ah, fuck jetzt. Das hasse ich ja. Stirb! Mann, hat der mir meine ganze Hitze weggenommen. Das ist doch nicht wahr jetzt. Und der kommt mit Unsichtbarkeit. Mit Dings. Kann ich nichts machen. Einzige, was ich machen kann. Uah, Alter. Das Einzige, was ich machen kann, da oben ist ein Sniper, der hat mich ja eben schon anschießen wollen. Ich guck nur mal, kann ich den sehen? Ich kann ihn nicht sehen. Ist er weg? Ja, ich glaube, sonst würde der nicht sich dahin begeben. So, und wir müssen auch einnehmen. Da hinten ist der Sniper. Dann gehe ich aber mal außen rum. Ja, ja, scan mich nur. Scan mich nur. So, jetzt aber hier. Komm, ich komm angekrochen. Ja. Krabbelgruppe. Ja. Komm, wir sind die Krabbelgruppe. Krabbelgruppe. Das ist voll lustig gerade. Ich find's lustig. Krabbelgruppe, wir sind die Krabbelgruppe. Yay, Krabbelgruppe. Ich passe wieder nicht auf, ich sterbe bestimmt gleich. Krabbelgruppe, wir sind die Krabbelgruppe. Yay. Ja, super. Komm schon, hier. Oh, ihr krabbelt nicht. Ihr krabbelt ja alle gar nicht, nur ich krabble. Rollgruppe, komm, jetzt sind wir eine Rollgruppe. Rollator. Wir sind die Rollgruppe, jetzt sind wir die Krabbelgruppe. Jetzt sind wir die Rollgruppe. Jetzt sehen wir die einfach flach auf dem Boden, die Truppe. Komm schon, nehmen wir jetzt mal ein. Kann ich jetzt hier nicht. 90 Sekunden. Ah, eine Granate, guck mal an. Ja, lustig ist das, wenn man das wirft. Aber da muss man auch treffen, nicht? Würde ich schon mal sagen. Ich habe leider keine Hits, ich würde die mal einsetzen. Ich warte jetzt nur noch, bis ich einen Punkt eingenommen habe. Sekunde. Ja. Woll. Stürmt die Front. Aufgabe abgeschlossen. Super. So, und jetzt krabbel ich mal weiter. Ich fand's gerade so lustig, weil wir alle so da lagen. So. Yay! Und runter hier! Guck mal, der ist ja nicht alleine da. Ach, guck mal, wir gehen zu dritt. Jawohl, die Krabbelgruppe ist unterwegs. Ach nee, der war, glaube ich, Jimmy war eben, glaube ich, nicht in der Krabbelgruppe. Voll lustig. Irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde. Ich habe einen. Ich bin sehr einfach zu beeindrucken. Was machen wir denn jetzt da? Das ist die Frage. Hier Seele, da keinen Menschen Seele. Wo sind sie denn alle? Wo befinden sich der Gegner? Ich mach Hitze. Und geh los. Alter, warum hängt das? Willst du mich verarschen immer auf der Karte? Ah, hier brennt. Töte ihn. Warum ist denn hier niemand? Wo sind die denn? Was machen die denn? Machen die Kaffeekränzchen? Backen die jetzt noch Kuchen? Nein, wirklich, jetzt wo sind die Gegner? Ich habe jetzt einen gesehen. Ich glaube, da hinten ist ein zweiter. Eigentlich müsste da mal jemand hier rumkommen, mich von hinten killen. Blöd jetzt.
Passe ich auf, dass mich von hinten keiner killt, oder versuche ich mal auf den Punkt zu kommen? Ich will jetzt aber nicht alleine auf den Punkt. Das ist jetzt natürlich ein krasser Gegensatz, wenn wir jetzt hier einfach durchmarschieren. Ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Entweder sterbe ich bei dem Versuch oder ich nicht. Kann man jetzt nicht so sagen. Komm, wir machen jetzt erstmal hier die heiße Phase. Ich gehe mal hier hin, auch wenn man das am Fenster gefährlich ist und hier eigentlich auch. Das ist mir eigentlich zu gefährlich gerade. Muss ich hier zugeben. Ich guck lieber so. Ich kann jetzt natürlich nicht nach links gucken, wenn jetzt jemand um die Ecke direkt kommt und mich abschießt. Aber warum nehmen wir denn das jetzt so schnell ein? Das ist ja der krasse Gegensatz zu der vorherigen Runde, ne? Bei Supen. Das ist ja der krasse Gegensatz. Einfach voll krass, ey. Aber nein, wirklich jetzt gerade mal. Ich pass mal jetzt hier auf, weil hier kann man eigentlich auch durch. Nein, hinter mir, scheiße. Da ist ja schon, Dings. Und töte ihn, jawohl, und nimm weiter ein. Er ist alleine. Oh, er ist tot. Aber wir haben es fast, ne? Es ist so lustig gerade. Warum? Das ist echt. Also ich find's. Ich möchte lachen. Ah, so, kommt schon. Wir sind hier eigentlich alle tot. Komm, wir gehen jetzt mal hier im geschlossenen Pulk da wieder hin. Warum schießt denn der? Will mich verarschen? Verwirr mich nicht. Ich dachte, hier wäre jemand. So, jetzt müssen wir eigentlich nur ganz schnell zu B wieder und das zurück annehmen. Wir hatten es ja fast. Wir hatten es wirklich tatsächlich fast. Es war gar nicht mehr viel, was fehlte. Wenn wir das jetzt nochmal so machen, dann haben wir es, ne? Aber, ja, ja, ungefähr jedenfalls. Und ich könnte dann auch mal Hitze machen. Ich traue mich dann nur nicht. Ja, einfach mal durchlaufen. Passiert schon nichts. Passiert schon nichts. Passiert schon nichts. Hitze! Das ist so warm hier. Es ist wirklich warm hier auch wieder. So, vielleicht kann ich ja jetzt hier, wenn ich dem Rückendeckung gebe. Da sind sie. Super, da hat mal jemand gescannt. Das ist gut. Aber trotzdem komme ich leider nicht an die Personen ran. Das ist eigentlich gefährlich. Ich kann... Kommt das jetzt her? Also, ja, was war denn das für eine Reichweite? Wer war denn das? Warte mal. Ah, Mann, scheiße. Ich habe gerade gedacht, jemand wäre hinter uns, weil der Dings gestorben ist. Und hier ist auch jemand gestorben. Also sind eben zwei hinter mir gestorben. Deshalb habe ich gedacht, da wäre einer. Und ich dachte, bevor ich verrecke, was jetzt nicht so geklappt hat, gucke ich mal nach hinten. Aber da hat mich irgendjemand anders getötet. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Ich bin schon wieder Letzter. Heute ist echt nicht mein Tag. Es ist schlimm. Es gibt manchmal so Tage, wo man komplett verliert, und dann gibt es mal so Tage, wo man auch mal komplett gewinnt. Das ist eigentlich immer ganz lustig. Es sind meistens immer diese zwei Extremer. Finde ich. Persönlich passiert mir das sehr oft, dass es genau so ist. Nein! Scheiße. Mist, hat er mich gekriegt. Warte mal, da oben liegt einer, der wird auch seine Position nicht verlassen. Das weiß ich, weil die machen das nie. Wenn sie eine gute Position haben, dann verlassen sie die nicht. Und wenn, dann suchen sie wieder auf. Deshalb müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Und den werden wir jetzt auch gehen. Und zwar werde ich jetzt links rumgehen. Über den Steg. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun soll, weil der ist ja ganz hinten. Aber ich kann auch nicht über das Fenster dann. Behind? Wo ist denn behind? Also hinter mir schon, aber... aber wahrscheinlich nicht hinter mir, oder? Weil so weit hinter mir kann keiner sein. Ja, ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig, Blut. Ruhig Blut. Jawohl, einen Abschuss. Freue ich mich ja gerade mal, weil ich heute so verkackt habe, einfach nur. Ach, den komme ich gar nicht ran. Ist das der Sniper da oben gewesen? Brenne bitte, scheiße, Mann, warum, kann mir das einer sagen, warum das so lange dauert, bis der wirklich hochbrennt? Weil das war ja eben nur so 1-1, oder wie viel war das? Es war jetzt nur 1-1-1 und dann fing es mit 2 an, das hätte gleich mal ruhig ein bisschen, Dings sein können, ruhig mal ein bisschen hochschrauben können, die Hitze. Ich habe echt gerade gedacht, wir würden B einfach einnehmen.
ganz einfach, wirklich, muss ich sagen, eben das war irgendwie, habe ich gedacht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal schon mal C. Und dann waren die auf einmal alle weg. Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Haben die sich neu formatiert? Formiert. Nicht formatiert, oder? Formatiert ist, wenn man die Festplatte neu... Ist hier jemand oder warum laufen die alle weg? So, wir machen das jetzt mal ein bisschen geschickter. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Wie ist aber verkacke. Ist er tot? Auf jeden Fall wird auf ihn geschossen. Ich kann es dir nicht sagen, ob er tot ist. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich jetzt tun soll, Anne. Wo sind denn die ganzen Leute? Die sind da hinten irgendwo. Und mühen sich gerade mühsam ab. Boah, wie es der einfach wieder schafft. Es ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Die machen das aber immer ganz geschickt. Die laufen dann immer rum. Aber wieso konnte der denn nochmal cloaken? Ich dachte, das nehme ich ihm dann immer weg. Ups. Oh, Entschuldigung. Da habe ich gerade was Falsches aktiviert. Scheiße. Ach nee, ist schon vorbei. Warte, dann aktiviere ich nochmal Hitze. Da gibt es noch 10 Punkte. Jetzt habe ich mich im Eifer des Gefechts gehustet. Entschuldigung. Habe ich dann nochmal die 10 Punkte geholt. Hat es jetzt auch nicht gebracht, glaube ich. Nee, hat's auch nicht gebracht. Naja, 10 Punkte sind 10 Punkte, ne? So, aber es gibt jetzt noch eine Runde 2. Mal sehen, wie schnell waren wir denn da eben? 10 Minuten, ja. Das geht ja noch. Werden wir mal sehen. Also, wir machen jetzt das nochmal mit der Hitze. Wir hatten eben vorhin, weil wir waren eigentlich ziemlich gut mit dem B, muss ich schon sagen. Wir waren da eigentlich ziemlich gut und dann haben wir es irgendwie verkackt. Was ist denn hier los? Wollt ihr nicht auf den Punkt? So, ich mache jetzt erstmal Hitze. Das haben die, glaube ich, nämlich nicht. Ich habe nämlich keine Hitze gespürt, glaube ich. Ich muss gucken, wo ich die meisten Schaden anrichte. Im Moment bei keinem. Bei ihm. Was macht der denn? Der hat sich immer auf den Boden einfach schmeißt. Scheiße! Das sind ja zwei Gegner. Wieso kommen die darüber? Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ich wollte da auch gar nicht eigentlich runter. Nur wusste ich nicht, dass der kommt. Scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht. Wieso sind die hier drüben? Ganz ehrlich. Wie kommen die hier rüber? Das verstehe ich wieder nicht. Ich verstehe heute so viel nicht. Das ist bestimmt die Wärme gerade, die Hitze. Schmort mein Hirn. Komplett weg. Aber mir hing es auch vorhin als, weil ich das hier oben gerade links lese. Bei mir hing es auch als, immer mal wieder. Im Moment nimmt aber auch wieder keiner C ein dafür, dass die gerade eben so gut und hier hinten schon waren. Ich lauf durch. Ich lauf durch. Ich... Scheiße. 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 Ja, das ist schon mal gut. Ja, einer macht noch Hitze, super. Und ich gehe auch noch rauf. Scheiße, das hat aber nicht gereicht. Aber wir nehmen jetzt wieder ein. Ich hätte es gerade noch verhindern können, aber blöd. Blöd, 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 blöd. Ich würde gerne Hitze machen. Scheiße, ich kann gerade nicht. Mann, wäre ich blöd bloß früher drüber gesprungen, dann hätten wir es noch verhindern können. Glaube ich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie viele wir dann insgesamt waren. Komm schon, 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 komm schon. Komm schon, Hitze, komm schon. Ich deck dir mal den Arsch. So, Hitze. Ach, der kommt hier rüber. Guck mal, jetzt ist er total ungeschützt. Jetzt konzentriere ich mich auf ihn. Es killt ihn aber auch niemand. Scheiße. Alter,
der war, ach nee, da war in der Bubble gewesen, Entschuldigung, da muss ich jetzt zurückziehen, dann war das mein Fehler, das habe ich nicht gesehen, dass der in der Bubble war, dann hätte ich den tatsächlich weghitzen müssen, um ihn zu eliminieren. Oder Mann, der hat aber doch, Mann, den hatte ich schon fast umgehauen, ne? Und jetzt läuft er hier rum und tötet noch die ganzen anderen Menschen. Alter, und es hakt als. Kann ich doch aggressiv werden. Behind schon wieder? Was machen die denn als? Die nehmen noch Drogen. Ich. Ach, scheiße. Warte, ich muss nachladen. War jetzt keiner da. Gut. Der war aber da. Einfach im Laufen gekillt. Einfach im Sitzen gekillt. Da kommt einer rum. Wow, Alter. Nein, natürlich. Das war... Mann, ich habe nach links geguckt, weil ich gesehen habe, dass da einer unsichtbar war. Aber ich habe dann gedacht, ich könnte ihn noch vielleicht noch erwischen, dass er dann wenigstens den Cloak verliert. Aber, nee. Da kam der schon von rechts. Aber wenigstens haben wir dann schon mal zwei weggeholt. Das ist doch schon mal ganz gut. So. So, dann gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht doch wieder Zehe zurückerobern könnten, weil dann hätten wir nämlich gewonnen. Dann wär's... Oh, weißt du, dann gibt's wieder ein Unentschieden. Das kann doch nicht wahr sein heute. Als nur diese gleichen Gegner. Links ist ein Camper. Ein Camper? Wo? Ein Wohnwagen? Lustig. Sekunde, ich frage mich gerade nur. Oh nein, nicht alle sterben hier. Lass mich nicht zurück. Hier ist einfach niemand, den ich mit der Hitze erwischen könnte. Jetzt ihn. Nein! Ich wollte gucken, ob die hinter der Ecke das lauern und dann ist da noch einer. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber irgendwas muss man ja mal versuchen. Boah, hat er mich auch noch weggesnipert. Nicht, dass ich jetzt 20 Meter vor ihm gewesen wäre, aber dafür braucht er noch einen Sniper. Aber er hatte keine andere Waffe dabei. Trotzdem, ärgerliche Situation. Das bedeutet jetzt, dass der da sitzt. Das bedeutet, das müssen wir mit einkalkulieren, weil ich glaube, der sitzt da immer noch. Denn jedenfalls sehe ich seinen Namen nicht oben rechts aufleuchten, nur bei der Abschussliste. Der Geg... Das war dumm von mir. Ah, Mann, die kommen hier alle rum. Ich hab sie nicht eingeladen, die sollen nicht rumkommen. Boah. 3 Minuten noch. Das dürfte... Na, die sind aber, weil die hier drüben sind und irgendwie überhaupt... Das ist nicht wahr. Dieser Sack. Entschuldigung, aber das ist ja jetzt hier wohl. Kann ja nicht wahr sein. Erst waren sie, was mich nur wundert, ist, dass sie am Anfang so komplett schlecht waren, dass wir fast C und B genommen hätten ohne Widerstand und jetzt sind sie einfach so stark. Das verstehe ich nicht. Ach, naja, das ist schade. Ah. Ich hoffe mal, er ist jetzt weg, weil ich gehe jetzt einfach mal wieder schnurstracks denselben Weg. Ja, ich glaube jedenfalls zumindest der Gang ist relativ sicher, zumindest bis der Ecke da vorne. Und vielleicht auch bis zur nächsten Ecke, solange der noch lebt. Aber er schießt schon. Scharf. Hier wird scharf geschossen. Ach doch, die nehmen schon B ein. Habe ich doch richtig gesehen. Ich frage mich nur, ob der noch da ist. Eigentlich müsste ich zu B zurück. Will ich aber nicht. Ich will C einnehmen. Naja. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber viel dümmer kann man sich eigentlich nicht mehr anstellen.
Ihr kriegt niemals D. Ach scheiße, wir müssen erst B wieder zurück einnehmen. Fuck die Wand an. Entschuldigung. Nein. 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 Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, wir sind schon wieder einer weniger. Aber das ist kein Wunder. Wir haben jetzt tatsächlich auch verloren. Alter, wie schnell die auf einmal B hatten. Ich weiß es nicht. Heute ist echt der Wurm drin, ne? Oh Mann. Wir haben noch nichts gewonnen hier. Richtig, irgendwie. Immer mal so eine Runde und dann verliert man aber trotzdem heute komplett alles. Wenn ich da an letzte Woche denke, da lief alles so rund und hier läuft jetzt die ganze Aufnahmefolgen laufen einfach wieder nur schrecklich. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, es ist wirklich tatsächlich schrecklich. Vielleicht? Nee, vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht stelle ich mich auch doof an, kann sein. Kann schon sein, dass ich mich auch doof anstelle, aber, ach Mann. Ach, schade. Bin ich schon nur Major 2, Alter? Ich werde so abrutschen. Ich werde so abrutschen. Ich krieg von den Abrutsch, ey. Da, 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 da. Da, da, da. Nee, ja, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch, jetzt geht's eigentlich nur noch 4 Minuten darum, nicht komplett abzulosen. Und A auch noch zu verlieren. Da ist nur die Frage, wo schießen sie? Da oben, es ist, glaube ich, alles schlecht einfach nur. Was? Was? Guck mal, wie das hinten Sniper. Was? Ach, scheiße, jetzt töten die mich auch noch. Mann, ich wollte lustig sein. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Kann da auch nicht durchschießen oder was? Warum nimmt er denn das nicht als Deckung? Das hätten sie sich auch schenken können. Diese kaputte Wand. Diese kaputte Wand hätten sie sich echt schenken können. Wenn man da nur durchschießen kann von der anderen Seite. So, ich gehe mal. Was ist denn eigentlich hier unten? Kann man jetzt auch? Das ist irgendwie auch wieder verändert, ne? So ein bisschen hier der Bauplan. Hatte ich einen Wittler unterwegs und hat alles verändert. Ich sterbe auch einfach nur, wenn ich rutsche. Wahrscheinlich ist es so glatt hier. Ach ja, ach, weißt du was? Hitze, warum nicht? Gib nochmal 10 Punkte. Was anderes, für was anderes will ich hier nicht Punkte. Vielleicht bringt's was. Vielleicht kommt aber jetzt einfach jemand von rechts und tötet mich. Geh mal ein bisschen nach vorne. Hab's ja. Komm schon, ran, 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 ran. Ja, von rechts einfach, natürlich. Und Hitze, ja gut, das ist sehr, 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 es ist, als wäre es heute nicht schon warm genug, ne? Es ist schon wieder so warm. Und mein Handy macht Geräusche. Aber diesmal nicht, zum Glück nicht so laut wie letztes Mal. Ich weiß doch, in der Aufnahme konnte man es sehr gut hören. Ich glaube, jetzt vielleicht nicht unbedingt. So, Hitze ist beendet, aber ich fühle mich immer noch sehr schwitzy. Was habe ich gesagt? Jemand kommt von hinten und er schießt uns. Und A wird auch noch eingenommen. Ich finde es echt ein bisschen merkwürdig. So ein bisschen. Dass die am Anfang so schlecht waren und jetzt überrennen sie uns. Ganz ehrlich. Mysteriös. Vielleicht kommt ja jetzt Ayman Abdallah vorbei. Galileo Mystery. Ein Fall für Galileo Mystery. Hat das eigentlich eine Titelmusik? Ich weiß es nicht. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Gibt es das überhaupt noch, Galileo Mystery? Ich glaube nicht, ne? Jetzt habe ich mal gelesen. Die hatten auf N24 oder was, haben sie Galileo Mystery ausgestrahlt, aber hatten anscheinend irgendwie nicht alle Rechte für Ayman Abdallah oder sowas, sondern haben sie ihn einfach rausgeschnitten und haben immer so gegen ein schwarzes, so einen schwarzen Schatten gedingst, ne, wie heißt es denn, so ersetzt und haben praktisch ihn nie gezeigt und dabei war es dieselbe Folge Galileo Mystery und haben sie immer gesagt, der unsichtbare oder der geheimnisvolle Moderator, der diese Sendung leitet und so und dann haben sie ihn immer so mit diesem schwarzen Schatten versehen, einfach über ihm drüber gezogen und haben gesagt, das wäre so mysteriös mit diesem ganzen noch mysteriöser. Die Sendung ist mysteriös und der Moderator ist mysteriös, nur dass es ja vorher schon auf ProSieben lief mit Ayman Abdallah. Und es ist halt dieselbe Sendung, war nur mit einem Schatten drüber. Fiel mir gerade so ein.
Habe ich jetzt irgendwann neulich gelesen. So, sie sind jetzt auf Level 27 Assault, das ist wenigstens schon mal etwas. Ich habe meine Solo-Aufgabe abgeschlossen, das ist schon mal etwas. Mein Dings ist kaputt, das ist nichts. Ich breche mal kurz die Suche ab, damit ich jetzt erstmal mich hier beruhigen kann und mich ordentlich von euch mal verabschieden kann. Und also heute eine Niederlage, heute lief es einfach nicht rund. Vielleicht nächstes Mal, ich hoffe, es auf jeden Fall motiviert genug bin ich ja. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin, tschüss.